Willkommen beim DrupalCon. Wir sitzen in Halle A. Und haben keinen Plan, was wir sagen wollen. Also reden wir einfach nur darüber. Genau, ja. Im Kasi-Hasi-Interview-Style. Und wenn du jetzt den ganzen Tag erzählst, wie geil das hier war, dann gehe ich sofort direkt. Also es war wirklich total toll. Oh Gott, gefällt mir gut, war eine super DrupalCon. Was haben wir denn Neues so gehabt? So, Drupal 8 wird uns irgendwie präsentiert als alles super, was ich ein bisschen gewagt finde, weil viel super, wenn man so die einzelnen Leute fragt, hört man nicht raus, außer dass alle schon begeistert sind und fleißig dran arbeiten, aber echt viel zu tun haben. Ich habe schon was von 2 Monaten Minimumverschiebung gehört, ne? War so die Einschätzung. Hm. Ansonsten halt, ich denke mal, Code Freeze wird wirklich der interessante Teil, also jetzt im Juni, zum 1. Juni, da werden alle nochmal wie panisch vorher sprinten, da sind ja auf jeden Fall noch die Dev Days vorher, ich glaube, da geht nochmal richtig die Luzi ab und wahrscheinlich auch der Stresslevel für Leute, die da auch schon so viel gemacht haben, halt nochmal richtig los. Und ja, ansonsten, also Symphony, wie schon gesagt, war ja auch hier. Du warst wahrscheinlich auch nicht auf dieser anderen Webkonferenz, ne? Da habe ich heute einmal reingeguckt, aber da war nichts los. Ich habe es sogar vergessen. Eine Halle und das war die Halle war nicht mehr voll, da waren vereinzelt ein paar Leute. Und also vielleicht war gerade Pause, das weiß ich nicht. Aber so mein Eindruck war, da war überhaupt nichts los. Ja, die Symphony, die PHP Symphony war relativ klein im Vergleich zur Con. Ich glaube, das waren 200, 300 Leute oder so. Ja, insgesamt. Und also es waren weniger Leute da, als Kombopässe verkauft wurden. Es war aber auch so, dass es halt hier hinten so die Rolltreppen hoch gewesen, also schon ziemlich abgeschottet von dem Rest. Das fand ich alles eher blöde. Das WLAN war richtig gut, weil da so wenig Leute waren, konnte man da wenigstens. Ja, da oben ging das dann wieder, ne? Surfen, weil vorne ist man dann doch öfter mal rausgeflogen. Da konnte ich meine ganzen Videos hochladen und dann war es wieder schlecht. Ich meine, es ist schon ganz schön krass. Die haben hier überall zusätzliche Router aufgestellt, so riesengroße Teile, so groß wie eine, weiß nicht, 12 Zentimeter Pizza und blinken wie willst. Ich kam mir ganz schön Star Trek vor. Aber ich meine, klappt das trotzdem nicht. Also 3300 Leute, wenn jeder ungefähr 2 Devices halt anhat, dann bricht das Netz halt trotzdem zusammen. Klar. Ja. Klar. Obwohl es ist nicht zusammengebrochen, es war nur wirklich langsam. Und wenn jeder bei YouTube so 300 Megabyte große Videos hochlädt, wer war das wohl? Und 3 auf einmal, dann ist es vorprogrammiert. Also klar bricht das alles zusammen. Das ist total assi eigentlich. Ja, Ralf, du musst jetzt nochmal sagen, dass die Con toll war. Ist es jetzt so? Das war das Stichwort. Ja, ja. Also die Con war echt total toll. Das muss ich einfach nochmal sagen. Die war super toll. Sagen wir, ich fand es scheiße. Nee, aber nochmal ganz kurz zurückzukommen auf Drupal. Mein Eindruck ist, mit Drupal 8 sollte man jetzt, wenn der Code Freeze kommt, wirklich anfangen zu arbeiten. Also zumindest auf kleiner Ebene. Und zwar einfach also nicht mit der Maßgabe, jetzt auf Teufel komm raus Seiten umzusetzen, aber einfach um den Leuten, daran arbeiten, Feedback geben zu können. Mhm. Also das ist einfach wichtig, weil in dem Moment, wo die ersten Seiten hochkommen, selbst wenn es kleine Seiten sind, wird auch automatisch ein gewisser Druck aufgebaut auf die Maintainer, die diese Contrib-Module dann auch mitportieren müssen. Ja. So, und das muss jetzt losgehen, weil sonst kann es passieren, dass sich alle auf den Core konzentrieren. Dann haben wir irgendwann Core, aber es fehlen die Module. Ja, Vorsicht, Vorsicht, ein Tick anders sogar noch. Es geht noch nicht mal nur um den Contrib-Space, es geht auch darum, diesen Core überhaupt mal zu testen, weil wir wissen noch gar nicht, wie der unter Last ist. Also was damals halt mit Examiner passiert ist unter Drupal 7, das gibt es unter Drupal 8 gar nicht. Da läuft jetzt halt gar nichts drunter. Na, das darf man auch nicht vergessen. Kein Mensch weiß, wie die Performance-Reviews wirklich sind. Ich habe schon wieder gehört, ja, wird wieder langsamer, ne? Und da das sind natürlich alles Sachen, die mich wirklich überhaupt nicht erfreuen. Und da müssen wir wirklich gucken, dass da halt also möglichst schnell Feedback kommt, um dann vor dem Release da wirklich noch Optimierungen halt dran zu machen. Also sonst ich glaube nicht, dass wir uns erlauben können, nochmal 20% langsamer mit Bootstrap zu werden. Also es wird ja langsam doch ein bisschen lächerlich. Was kann man machen, um das alles da ein bisschen performanter zu machen? Wenn ich dir das pauschal sagen könnte, also ich denke mal, da wirst du genügend Sachen finden, wirklich zu optimieren. Nur du musst es überhaupt erstmal anfangen, mit ein paar tausend Nodes zu benutzen und so einem typischen Use Case. Weil zurzeit, ich meine, was sollen die denn auch testen? Du wirst ja nicht da die 35. Seite schon mal drauf konfigurieren, sondern du wirst ein paar Nodes erstellen mit dem Devil-Modul und dann spielst du es ein bisschen durch. Ich meine, du siehst es doch jetzt auch beim Twig. Bei der Twig-Integration. Ich meine, also Respekt, wie viel sie jetzt geleistet haben. Sie haben alle Templates auch nochmal gebenchmarkt. Aber wie realistisch diese Benchmarks sind, das kann dir einfach keiner sagen. Also ich habe da genügend Kritikpunkte dran, um zu sagen, wird wohl ungefähr dementsprechend, was man halt so rein am Template sehen kann. Aber also wenn wir ein einziges Twig-Template aktivieren auf der Seite, dann lädt das halt sehr viel dazu. Das ist dann unscharf, also tun sie noch einen zweiten Block an die Seite, der Twig halt sozusagen halt also vorlädt und dann das eigentliche Template halt ausführt. Ist aber auch halt wieder relativ blöde, weil wir dann halt diesen Block da haben. Also sind genügend Mechanismen da drin, die zum Beispiel diese Benchmarks unscharf machen. Also auch wenn sie grundsätzlich sagen können, ja, Twig ist gar nicht so langsam. Ne?
Und dann werden ja noch die ganzen Zimi-Funktionen halt noch umgebaut. Das wird auch nochmal eine spannende Sache. Aber gut, das hat jetzt mit dem Bootstrap nichts zu tun, was ich sage, nur weil ich mich mit dem Twig-Rahmen gerade ein bisschen beschäftigt habe. Aber da muss auch noch genügend Arbeit reinschließen, auch wenn es jetzt erstmal fließen, auch wenn der Twig jetzt erstmal sicher für den Core ist. Ne? Ja, also deshalb also ausprobieren. Mhm. Nur ich kann nicht jemandem ernsthaft jetzt empfehlen, wo sich die API immer noch so gewaltig ändert, macht mal eure Seiten damit. Also es gibt Empfehlungen, so Usergruppenseiten damit zu machen, aber du wirst ja halb wahnsinnig damit oder du bist wirklich ein begabter Programmierer. Und selbst der muss dann halt einfach sehr viel Zeit dafür investieren. Und die Kopf wächst gibt's, ja auch nicht auf Bäumen. Ne? Gibt es Dinge drin, die es performante machen sollte als 7 oder? Naja, ich meine grundsätzlich ist die ganze Architektur schon leicht gewichtiger, weil sie ja halt viel zulädt als 7, das auf jeden Fall. Ne? Kannst ja davon ausgehen, dass das ganze Ding mit all seinen Libraries jetzt ungefähr Faktor 10 größer ist als 7 war. Also was weiß ich, wenn 7 5 Megabyte groß ist, dann hast du jetzt 50 Megabyte PHP-Code da plötzlich auf deiner Platte. Ne? Und wenn du den in den RAM, ins RAM lädst, plottest den ganzen Kram, der aus der Datenbank an Cache-Kram kommt. Also ich meine, wir wollen nicht bei 256 Megabyte Minimum Speicher irgendwie liegen oder sowas. Das wird ja langsam albern. Ne? Womit ich sagen will, das lädt ja schon nur das, was es gerade halt braucht und ist deshalb performanter. Grundsätzlich ist alles performanter an dem System, aber trotzdem muss es gebenchmarkt werden, weil du einfach nicht weißt, wie es dann nun mit der Konstellation an Feldern, Entities und hast du nicht gesehen, dann halt gerade so funktioniert. Ne? Mhm. Also wenn du da jetzt halt diesen ganzen Kram, den du so zusätzlich immer brauchst, halt Kontextblöcke, das ganze Kontextsystem überhaupt, Breadcrumbs, Menüs, Inhalte, bezogene Inhalte, Solar-Abfragen, wie es dann halt auch wirklich cached machst, das kannst du jetzt nicht simulieren, das muss dann wirklich kommen. Ist die Tatsache, dass Symfony jetzt drin ist, macht es das grundsätzlich performanter oder? Ja, also doch grundsätzlich schon. Diese Architektur, die Symfony hat, kann bewirken, dass du damit halt einen viel leichteren Fußabdruck hinterlässt und dass die ganze Sache halt performanter ist. Ich scheue mich aber pauschal zu sagen, ja, dadurch ist es jetzt viel performanter, weil das sieht nicht danach aus, dass es so ist, sondern dass es langsamer ist. Aber wir haben auf jeden Fall die Chance mit dieser ganzen Symfony-Geschichte und wir haben auch noch nicht alle Caches an, wobei Caches ja mal ein bisschen Snake Oil, also Schlangenöl einfach sind, also vorgegebene Optimierung, weil sie ja das System schon beschleunigen, aber damit nur kaschieren, dass das System eigentlich furchtbar langsam ist. Da muss man natürlich wirklich sehen, wie sich das ganze Ding ist. Also wenn es jetzt, was ich gecached genauso schnell ist, aber ungecached 50% langsamer, dann haben wir immer noch ein Problem. Ja, was haben wir noch so? Ich habe 100.000 Camps hier nochmal aufgeschnappt, PHP-Konferenzen und ähnliches. Ordentlich nett mit Sensio geredet, das war auch eigentlich ganz klasse. Die machen ja in Warschau auf jeden Fall nochmal ihre Con. Werden die natürlich eine Live-Berichterstattung im Kasi-Hasi-Style bekommen. Ne? was haben wir noch so mitgekriegt? So? Ah, wir haben wirklich mit vielen Leuten geredet, also viele Leute kennengelernt. Ich glaube, das erzählst du auch jedes Mal. natürlich, klar. Ich fand es total beeindruckend, wie Cathy hier rumgewirbelt ist. Ja, das ist Also wir haben es... Wir haben es geschafft, dass ein Compress-T-Shirt auf die Bühne kam zum Schluss auf der Abschlussveranstaltung. Also das verdanken wir Cathy. Vielen Dank. Das ist wirklich Wahnsinn, was sie einfach organisiert am Laufen hält, wie sie die Fäden zieht und emsig wie eine Biene da rumschwirrt. Also das war... Ja. Sie hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass ich das Interview mit Alex Pott gekriegt habe, weil sie... Ja. Sie hat mir ihn vorgestellt und dann... Ja. Habe ich einfach gefragt, können wir ein Interview machen und dann hat es geklappt, aber wenn es Kathy nicht gegeben hätte, dann wäre ich selber nicht so schnell irgendwie in diese Community reingekommen. Ja. Und es ist echt beeindruckend, was sie da was macht. Weil ich es kurz etwas allgemeiner fassen würde, also es ist ja ein ganzes Team, dass das Mentoring-Programm da macht. Cathy ist da schon ein gut geöltes Rädchen drin auf jeden Fall und sie hatten ja auch eine Contributor-Session halt dazu und sie haben also, auch morgen wird es, also die reißen sich alle richtig den Arsch auf, dass sie, also das ist für mich eine neue Dimension der DrupalCon, inwieweit hier wirklich intensivst auf die Leute zugegangen wird. Die bereiten jetzt USB-Sticks vor für Linux, Mac und Windows, sofort Installation, weil die das, es ist unglaublich, es wird an alles gedacht, um denen die sofort an die Hand zu nehmen, sofort reinzuwerfen, denen zu zeigen, hey, das macht Spaß, weil du kriegst Belohnung, wenn du das halt tust,
weil du kriegst Feedback, du wirst ernst genommen, wenn du uns mithilfst und mitarbeitest, tu das bitte. Und alle freuen sich und du selbst kannst damit einen tollen Job machen. Und naja, die schaffen es, Wahnsinn. Sie schaffen es halt, diese Contributing-Arbeit auch umzudefinieren. Sie sagen, wenn Leute mitarbeiten, kriegen sie Training von den besten Professionals. Kostenloses Training von den besten Professionals, Coaching und sie werden einfach in ihren ganzen Coding-Styles besser. Ja, Also es ist wirklich toll, wie sie an Leute rangehen und die halt mit anbeziehen. Der helle Wahnsinn. Das ist ein bisschen die Antwort für diese Frage, was Open Source tragbar macht, oder? Also in so einem, Frühstück habe ich irgendein Stück weiter verstanden, was das wie so quelloffene Software und wie das überhaupt tragbar ist, also auch im wirtschaftlichen Sinne, dass man... Ja, das ist Geben und Nehmen, meinst du, ne? Genau, dass also nicht das, nur reinbuttern... Also es heißt nicht nur, dass man als Firma, dass alles in einen Topf geworfen wird und dass man könnte genau das Gleiche machen, aber für sich behalten, sondern dass man dadurch, dass man das reinschmeißt, dass es diese Code-Reviews gibt, dass man auch... dadurch was lernen. Also ich meine, das ist dieses Grundmissverständnis bei Open Source, wenn man davon ausgeht, die Lizenz kostet nichts. Also du kannst die Software kann ich sofort nehmen, die kostet ja nichts. So. Das ist also, vielleicht ist Open Source sogar teurer, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall nachhaltiger. Ja. Dieses Teil einer Community zu sein, gemeinsam an etwas zu arbeiten, das jeder benutzen kann, dass dieses kollaborative Arbeit noch nicht bedeutet, dass irgendwelche Geschäftsgeheimnisse verraten werden. Das sind ganz verschiedene Dinge, vor denen man auch meines Erachtens keine Angst zu haben braucht. Aber dieser Gedanke halt, an etwas mitzuarbeiten, was ich selber allein niemals auf die Beine stellen könnte. Aber sowas auch diese sogar, Tatsache, dass man... Ich wollte auch nicht zu Ende reden. Das habe ich ganz klar verstanden heute beim Frühstück. Das hast du mir auch erzählt, da durftest du zu Ende reden. aber dass man irgendwas macht und dann dadurch, dass irgendjemand drauf guckt und einem sagt, wie man das richtig macht, wenn man es zum ersten Mal zum Beispiel falsch macht, dass dadurch gibt es dann riesige... Das ist falsch, man Leute unterbricht in Interviews. Ja. aber dass man auf jeden Fall das ist praktisch ein kostenloses Training, dass man... Ja. Sonst für was weiß ich, wie viel Geld. Ja. Du bringst halt deine Zeit ein. Du beschäftigst dich mit Dingen. Es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen für dich selber, weil du lernst das. Aber du wirst eben auch nochmal gecoacht und reviewed, klar. Ja. Coole Sache. Achso, ja, genau. Ich wollte noch über die DA reden grundsätzlich. Also, ich sehe hier mit Holly auch gerade, dass da dass einfach nochmal frischer Wind einfach in die DA reingekommen ist, dass hier auch wirklich sehr stark auf die Community einfach auch zugegangen ist, dass halt die Sachen anders präsentiert werden. Und. Ja, ich freue mich einfach drauf. Also es gibt eine ganze Menge Bewegung. Wir waren ja auch bei einem Board-Member-Meeting gestern dabei. Ich weiß gar nicht, ob es jemals vorher öffentliche Board-Member-Meetings gab. Ich kann mich zumindest ganz erinnern. Ja, also einfach mal zu hören, so, was da abgeht, wie die das aufziehen. Und also auch größten Respekt für die Nerven, die sie haben, nach 18 Stunden am Tag irgendwie dann noch da kurz mal das Board-Member-Meeting halt zu machen. Ja. Und gut organisiert auf jeden Fall. Ich meine, die Con selber war wirklich völlig, also bis auf dass das WLAN halt irgendwann nicht mehr funktioniert hat, völlig problemlos. Also ich glaube, alle haben sehr viel Spaß gehabt und waren in einer sehr entspannten Umgebung einfach hier. Also das ist war auch eine gute Location. Ja, das ist auf jeden Fall Portland also selber. Platz ist ja auch genug. Ja, ich meine auch das Convention Center hier. Ja, ich meine, hier hätten nochmal doppelt so viele reingepasst wahrscheinlich. Aber ja. Naja, ich kenne das umsonst für den Cons. Also du hast die ersten zwei Tage auf der Con, du weißt nie, wo die Räume sind. Du bist immer nur am Rumeiern, suchst deinen Raum. Was also das ist da, so? In Denver war das nicht so, aber ich weiß das von früher, also noch, ob das jetzt Paris war, Kopenhagen, also die meiste Zeit ist man immer rumgeeiert und wenn man gelernt hatte, wo die Räume waren, war die Con zu Ende. Naja, und das war hier auch nicht. Also von daher ist das unser... Portland sehr schön. Hast du schon gesagt, dass es schön war? Schlechtes Wetter. Achso, nein, also ich wollte die Drupal-Con, die war wirklich total klasse.